Hi, Frau Kramer hier vom Videocheck. Heute geht es um diesen geilen RC-Panzer. Oh. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und wir gucken uns heute diesen Panzer einmal genauer an. Gottfaser auf Panzer ist die Firma Heng Long. Die macht Panzer, RC-Panzer auf jeden Fall bezahlbar. Überwiegend werden diese Geräte von der Firma Toro vertrieben, kommen aber letztendlich von Heng Long aus China. In meinem Fall ist es der German Tiger One, also Tiger 1. Und kommt von der Firma Heng Long. Ganz wichtig, wir haben hier die Promotion-Version, das heißt Metallgetriebe, Metallketten, Metallzahnräder. Und das ist auf jeden Fall auch super wichtig. Die Kette aus Plastik wird euch mit der Zeit immer wieder absprengen. Diese Teile, diese Antriebe hier aus Plastik werden euch auf jeden Fall kaputt gehen. Und innen drin das Getriebe, das muss zumindest aus Metall sein, denn sonst geht euch das auch kaputt. Und somit ist die billigste Variante, um einen fahrbaren Panzer zu haben, auf jeden Fall diese Version, die Promotion-Version. Das Ganze gibt es natürlich nochmal teurer. Das hier ist aus Plastik, alles ist aus Plastik. Das gibt es nochmal mit Metall, kostet rund 400 Euro. Ich verlinke euch natürlich alles unter dem Video in der Infobox. Aber rund 180 Euro müsst ihr auf jeden Fall mindestens ausgeben, um ein vernünftiges, auch fahrbares Modell zu bekommen. Akku und so weiter ist alles mit dabei, Fernsteuerung ist mit dabei. Das Einzige, was ihr nochmal braucht, sind 6 AA-Batterien für die Fernbedienung. Ansonsten ist da wirklich alles dabei. Dieses Modell hier ist ready to use, wie schon erwähnt. Von Amazon habe ich das für 180 Euro. Kommt in diesem Fall sogar aus Deutschland und ein deutscher Verkäufer. Und das heißt auch keine Probleme beim Rückgabe- bzw. Widerrufungsrecht. Gucken wir uns den Panzer genauer an, die einzelnen Funktionen, was das Gerät kann, was mit dabei ist. Und dann machen wir gleich auf jeden Fall einen fetten, geilen Fahrtest. Geliefert wird unser Tiger 1 fast ready to use. Wir haben nur so kleinere Anbauteile, die wir noch dran setzen müssen, wie zum Beispiel den Hammer, die Schippe und diese Kabels und Antenne und so weiter. Aber ansonsten ist das Gerät ready to use. Eine Anleitung in Deutsch und Englisch ist mit dabei. Die Anbauteile, Zubehörteile findet ihr in diesem Karton, der auch mit bei der Lieferung dabei ist. 6 mm Plastikkugeln, denn wir haben die Möglichkeit, mit diesem Panzer Kugeln zu verschießen. Es gibt das Ganze auch mit elektronischem Gefechtssystem. Das heißt, man kann Panzer gegen Panzer kämpfen und den anderen elektronisch ausschalten. Ich fand das mit den Kugeln aber besser zum Katzenjagen. Kleiner Spaß. Panzer hat außerdem einen Rauchgenerator und Rauchflüssigkeit ist auch ausreichend auf jeden Fall mit dabei. Die Anbauteile, die man hier übersieht, die sind schon vorlackiert. Man braucht sie nur aus der Stanze rausnehmen und dann einfach montieren. Das reicht sogar, das Ganze ohne Kleber zu befestigen. Die halten wunderbar am Panzer. Wir sehen auf jeden Fall die stabile Kette. Wie schon erwähnt, der Nachteil bei Plastikketten, die reißen schnell, verhaken sich und das Ganze fällt dann auseinander und das kann keiner gebrauchen. Ist das Fahrzeug im Standby-Modus, also nicht angeschaltet, dann blinken diese Lichter. Schalten wir den nachher ein, blinken diese dauerhaft. An der Front des Panzers sehen wir auf jeden Fall Ersatzketten. Das ist nur Fake. Ihr habt auch in der Lieferung keine Ersatzkettenglieder mit dabei. Aber in der Regel gibt es da keine Probleme mit diesen Ketten. In der mitgelieferten Fernbedienung müsst ihr noch einmal 6 AA-Batterie einlegen. Und dann kann das Ganze schon losgehen. Wir haben hier einen On-Off-Schalter. Damit können wir die Fernbedienung auch ausschalten, einschalten. Und hier haben wir unseren Schlüssel. Damit können wir den Panzer starten. Wir hören auf jeden Fall, der Motor läuft. Es sind auch realistische Sounds. Ich fahre mal ganz bisschen langsam die Kanone runter. Also wir hören auf jeden Fall, dass wir da auch einen extra Sound haben. Hier oben haben wir die Möglichkeit, unser Maschinengewehr zu starten. Und auf der anderen Seite können wir durch Drücken und nach vorne ziehen unsere Plastikkugeln verschießen. Der komplette linke Teil ist nur zur Steuerung des Turmes da. Das heißt, wir können die Neigung des Rohres steuern und wir können natürlich auch die Richtung des Rohres steuern. Die rechte Seite ist nur dazu da, um den Panzer zu steuern. Also wir können zurück, wir können vor, wir können leicht vor, links, also eine Drehung machen und wie gesagt beim Fahren geradeaus und rechts und links lenken dabei. Und was mir besonders gut gefällt, ist die Smoke-Taste, denn wir haben den Rauchgenerator drin. Das heißt, das Ganze drücken wir und dann fängt innerhalb von kürzester Zeit an, hinten unser Auspuff zu arbeiten. Und natürlich können wir das Ganze auch wieder ausschalten. Hier oben am Gefechtsturm haben wir die Möglichkeit, einmal die mitgelieferte Figur einzustellen.
Die Kugeln können hier oben eingefüllt werden. Ich empfehle auf jeden Fall, hochwertige Kugeln zu nehmen. Es gibt bei Amazon auch billige Kugeln. Und diese billigen Kugeln haben einen Grat. Und da ist das Problem, dass die sich im Rohr nachher verstopfen. Und das will auf jeden Fall keiner. Deswegen eben darauf achten, hochwertige Kugeln, die rund sind, die keinen Grat haben und nicht dreieckig sind. Klappe zu. An der Seite haben wir auch noch eine Klappe. Die ist allerdings nur in der Pro-Version belegt. Die ist hier einfach nur zur Zierde. Die Antenne sitzt hinten drauf. Es lässt sich aber auch ohne Antenne sehr gut fahren und sehr gute Reichweite damit aufbauen. Der On- und Off-Schalter befindet sich unter dem Panzer. Ist nicht ganz glücklich gelungen. In der Pro-Version ist das anders. Der Akku sitzt hier hinten drin und ein Ladegerät wird mitgeliefert. Was mir besonders gut gefällt bei diesem Ladegerät ist, dass es sich von alleine steuert. Bei der Vorgängerversion musste man immer 8 Stunden genau laden und dann gucken, dass man den Stecker rauszieht. Aber diesmal ist eine Kontrollleuchte mit dabei, die auf jeden Fall dafür sorgt, dass unser Akku richtig geladen wird. Wir haben ein richtig gut verarbeitetes Modell, Metallketten, kein Schrott, realistische Bewegung und realistischer Motorsound, richtigen Rauch aus den Pötten und ein Fahrzeug, was nahezu überall durchkommt. Also ich gebe Ihnen auf jeden Fall volle Punkte, aber nur mit den Metallketten, nur mit dem Metallgetriebe und Preis-Leistung auf jeden Fall 180 Euro in meinen Augen top. Anbauteile sind vorlackiert, das Ding ist beleuchtet, man kann hier sämtliche Funktionen auf jeden Fall detailgetreu nachspielen. Selbst der Sound ist detailgetreu, je nachdem, was man gerade steuert. Die Geräusche kommen auf jeden Fall schön mit als Hintergrundkulisse. Außerdem das realistische Anfahren. Also wenn wir schon ein bisschen Gas geben, dann hören wir schon, der Panzer setzt sich in Bewegung. Also wir können ihn auch ganz langsam steuern. Und das finde ich gerade so genial an diesem Teil. Im Ganzen auf jeden Fall ein richtig gut und gelungenes Modell. Preis-Leistung top. Und deswegen von mir 5 Sterne vom Videocheck. Link von dem Gerät ist in der Infobox drin. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul Kramer. Ciao.